Ja, das wird von mir her jetzt der letzte Beitrag sein. Der nächste kommt von Markus Herbert, der über das Kapitel Die drei Zelte sprechen wird. Das ist eine Vision, die er hatte und glücklicherweise kann er selber dann was dazu sagen. Und ich habe hier noch den Beitrag zur künstlichen Intelligenz und virtuellen Realität. Ja, wir haben heute natürlich eine fortgeschrittene Digitalisierung und auch Technisierung der ganzen Welt. Wir haben eigentlich, dass immer mehr Maschinen übernehmen. Sie sind einfach leistungsstärker wie die Menschen, wartungsärmer, die brauchen auch keine Rente. Und die werden auch nicht krank und es wird immer mehr, wird automatisiert und man scheint eigentlich immer weniger Menschen zu brauchen. die Maschinen können das alles viel besser und die Industrie, also sie wird immer computergesteuerter und überwacht sich selbst. Ich habe geschrieben, den seelenlosen Prozessoren und Robotern gehört die Zukunft. Sie verdrängen die Menschen, die nicht schnell genug, nicht effizient genug arbeiten. Die machen Fehler, brauchen Pausen. Das kann alles weg. Die Maschine rechnet sich besser. Ja, und diese Maschinen, diese Maschinierung ist natürlich jetzt durch die Digitalisierung also wahnsinnig vorangeschritten. In rasendem Tempo ist jetzt irgendwie die ganze Welt im World Wide Web irgendwie vertreten und überall sind Millionen von Computern, Millionen von Handys und alles ist jetzt auf einmal Teil dieser medialen, dieser künstlichen, virtuellen Welt der Bildschirme. Man muss sich nicht mehr persönlich treffen, man kann alles über Bildschirme machen. Das ist also ja in einer Hinsicht natürlich erleichternd für bestimmte Abläufe. Auf der anderen Seite ist es auch unheimlich, dass die ganze Welt also irgendwie verschwindet in dieser digitalen Matrix. Ja, also wir werden immer abhängiger auch von diesen Computersystemen und von diesen, es ist alles nur noch mit Automaten und wir zahlen schon mit Automaten, alles geht über das Netz. Wer sind wir eigentlich, die User? Wir wissen schon oft nicht, ob derjenige, den wir da auf dem Bildschirm gezeigt bekommen, ob der überhaupt noch existiert oder ob das alles nur auf Greenscreen ist, ob das alles diese CGI-Technik ist, in der einfach etwas da reinprojiziert wird, was nicht real ist, eben nur eine Projektion. Aber wir können das weder überprüfen noch unterscheiden. Das wird immer komplizierter. Wir sehen das auch jetzt an Nachrichten über auch zum Beispiel den Krieg in der Ukraine. Wir sehen da Nachrichten, ja, das sieht alles so echt aus, bis dann irgendjemand rausfindet, ja, aber die und die Bilder, die sind ja eigentlich schon von vor ein paar Jahren aus Syrien. Und dann wird das auch mal dem Sender mitgeteilt, ja, die Bilder sind ja gar nicht aus der Ukraine. Ja, das war unser Fehler, dann wird das auch mal irgendwo im Kleingedruckten, wird das irgendwo dann auch mal vermerkt. Ja, das war also hier ein bedauerlicher Fehler, aber schon alle Welt hat das dann gesehen und glaubt natürlich, ja, das ist jetzt hier die Katastrophe, die also jetzt in, meinetwegen eben in der Ukraine passiert ist. Aber sie ist nicht passiert, sie ist nicht in der Ukraine passiert und wir sind also da einfach belogen worden. Es sieht aber alles so echt aus. Wir können das nicht überprüfen. Es wird immer schwieriger, Fake von Fakt zu unterscheiden. Und wir brauchen also angesichts dieser Computerisierung und dieser künstlichen Intelligenz, die immer weiter ausgebaut wird, weil man sagt und feststellt, alles ist sehr schnell geworden. Durch die Computer ist alles sehr schnell geworden. Auch der Handel ist unheimlich beschleunigt. Alle Prozesse in der Welt sind wahnsinnig beschleunigt durch diese Computerisierung. Und eigentlich ist das alles so schnell, das kann auch schon nicht mehr
gesteuert oder kontrolliert werden. Wir brauchen auch dafür eine künstliche Steuereinheit, eine künstliche Intelligenz, die also diese Prozesse noch irgendwie kontrollieren und überschauen kann. Und immer mehr kommen also solche künstlichen Strukturen ins Spiel und damit haben wir zu tun und wir brauchen, wir brauchen ein Training in Wirklichkeit, ein Unterscheidungsvermögen, eine Wachsamkeit, die also wirklich sehr, sehr hoch sind. Ein hohes Niveau an Wachsamkeit brauchen wir, um mit dem Heiligen Geist zusammen ständig unterscheiden zu können, was ist Schein und was ist Sein. Was ist nur ein Bild und was ist eigentlich wirklich? Wir haben uns daran gewöhnt, uns auch im Netz einfach darzustellen, uns zu präsentieren im Netz besser als wir sind. Auch die Gemeinde hat dann ihre Webauftritte, wo alle dann werbewirksam lächeln. Aber ob wir so sind, wie wir das dann da behaupten, das ist so die Frage. Der Schein wird kultiviert, das Sein verfällt. Da sind wir angekommen und in unserem geistlichen Krieg, in dem wir stehen, haben wir es also jetzt mit dieser Hochtechnisierung zu tun, die also rasend schnell fortschreitet und die auch den Menschen auch zu einer Maschine gerne machen will. So, das sind dann so Cyborgs, nennt sich das. Also das ist so eine Mischung zwischen Maschine und Mensch. Transhumanismus nennt sich das. Übermenschen werden erschaffen, die durch einfach technische Implantate und technische Verbindungen und so weiter, also irgendwie erweitert werden in ihren Möglichkeiten. Genetische Modifikationen, Nanotechnologie, Implantate, Neuroschnittstellen. Also vielleicht habt ihr mal solche Worte gehört und das klingt ja dann irgendwie wahnsinnig wissenschaftlich und vielleicht auch wirklich wie Science Fiction. Aber in Wahrheit sind diese Techniken und sind diese Dinge viel weiter entwickelt, als uns das so vermittelt wird. Und der Traum dieser Techniker, der ist einfach der Triumph dieser Mensch-Maschine über die Natur. Denn der natürliche Mensch kann sozusagen abgeschafft werden. Wir haben jetzt einen technisch gebauten Menschen, einen Transmenschen, der also auch gar nicht mehr normal geboren wird. Das kann man dann irgendwie, kann man im Labor machen, da kann man irgendwie den Menschen auch dann schon genetisch verändern und so, wie man das haben will. Und man baut sich also einen Menschen, wie man ihn haben will und nicht, er ist nicht mehr dann, wie Gott ihn haben will, nicht mehr im Bilde Gottes geschaffen, sondern im Bilde dieser Techniker. Das ist also sehr unheimlich. Jemand hat geschrieben, in weniger als 50 Jahren wird der Mensch mit den Maschinen verschmelzen. Er wird seine biologische Hülle abwerfen. Es ist die Befreiung von den Grenzen des Fleisches, von den Qualen, Mängeln und Begrenzungen eines biologischen Körpers. Tod, Krankheit, Makel, das wird alles der Vergangenheit angehören. Wir werden sein wie Götter, allmächtig, unsterblich, unbegrenzt. Nun ja, zumindest eine kleine Elite von uns. Eine selbstgeschaffene Rasse, welche künftig die Vorherrschaft über diesen Planeten übernehmen wird, während der erbärmliche Homo sapiens langsam aus der Geschichte des Universums getilgt wird. Das zumindest ist der Glaube der sogenannten Transhumanisten. Es klingt nicht bloß wie eine Religion, es ist eine. Es ist die kompromisslose Religion des Materialismus, der Triumph des Menschen über die Natur. Nicht Spiritualität soll den Menschen erlösen, sondern Technologie. Ja, es gibt natürlich sehr viele Filme, sehr viele Computerspiele, die alle irgendwie diesen Menschen, diesen Übermenschen, diesen computerverbundenen Menschen
Also beschreiben, der muss auch gar nicht mehr irgendwie in der Schule was lernen, der lädt sich die Programme einfach runter. Ich meine, das klingt echt wirklich sehr verlockend, dass man einfach alles in sich reinprogrammiert und dann kann man das. Berühmte Bücher beschäftigen sich mit diesem Thema. 1984, George Orwell, natürlich Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Das sind also sehr berühmte Bücher, die schon also diese Entwicklung vorausgesehen haben, dass da eine Technokratie entsteht, die also im Grunde die Macht an sich nimmt und auch echt totalitäre Züge annehmen kann, denn irgendwann kann niemand mehr die kontrollieren, sondern diese Technik, sie kontrolliert uns, sie kontrolliert eigentlich alles. Und irgendwann werden die Maschinen auch noch sich selbst optimieren, sich selbst umbauen, sich selbst programmieren. Das ist KI, das ist künstliche Intelligenz und natürlich kommt es dahin. Und wir sind in diesen Dingen ja auch schon weit fortgeschritten. Und ich habe das hier in diesem Buch aufgenommen, damit wir einfach sehen, ja, wir haben es heute also mit so einer Entwicklung zu tun. Und das ist so, hier mischen sich Magie und Technik. Magie wird irgendwie magisch angewendet und der Mensch wird auf einmal kontrolliert, nicht mehr vielleicht nur durch irgendwelche dämonischen Mächte, sondern auf einmal haben diese dämonischen Mächte auch eine Technik zur Verfügung, mit der also Unglaubliches getan werden kann, Apokalyptisches getan werden kann. Und natürlich tun die das auch. Also wer meint, dass man keine genetischen Experimente am Menschen macht oder gemacht hätte, weil das ist unethisch, ich meine, der lebt echt nicht in dieser Welt. Natürlich wird alles gemacht, natürlich wird alles ausprobiert, natürlich wird auch in die Genetik auch des Menschen eingegriffen. Alles wird längst getan und gemacht und erforscht. Diese Dinge sind, wie gesagt, weiter fortgeschritten, als wir uns das überhaupt denken können. Und immer mehr sind wir in einem unglaublichen Krieg um die Natürlichkeit, um die Menschlichkeit, um die Göttlichkeit, um die Natürlichkeit, die also von diesen antigöttlichen und unmenschlichen Mächten abgeschafft werden will, überwunden werden will, um einen seelenlosen Kunstmenschen zu erschaffen, der einfach programmiert wird und fertig. Das ist richtig unheimlich. Wie gesagt, wenn man da tiefer einsteigt und sich auch mal sich anguckt, hier die vierte industrielle Revolution und auch dieses World Economic Forum, dieses Weltwirtschaftsforum und welche Leute da also sprechen und was die für Ideen haben und welche Macht die haben, über welches Geld die verfügen, welche Institutionen die alle irgendwie, Stiftungen, die alle also in ihrer Hand haben, dann ist das also unheimlich und man sieht, die Macht verschiebt sich weg auch von Ländern, von Regierungen immer weiter hin zu diesen Organisationen und zu diesen Leuten. Wir haben schon mal gehört, vielleicht Bill Gates oder solche Namen, wo dann jemand also so reich ist, so viel Geld hat, so viel Einfluss hat, sich überall einkaufen kann. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eben einer, aber es gibt noch mehr solche Leute und natürlich, und die haben ihre transhumanistischen Pläne und Vorstellungen. Sie nennen das Fortschritt. Natürlich, aber wir denken und wir gehen davon aus, eigentlich beenden sie die Menschheit und sie schaffen eine künstliche, und das kann nicht gut gehen. Natürlich nicht. Aber wir leben jetzt in dieser Technisierung, wir leben da drin und sind damit konfrontiert. Wie kommen wir damit klar? Da müssen wir beten, desto mehr, dass wir mit Gott also den anderen Weg gehen und diese andere, die echte Wirklichkeit, nicht die Kunstwirklichkeit, die echte, erkennen und vertreten und in ihrer Macht und in ihrer Schönheit demonstrieren, damit Menschen noch
der Verkünstlichung und der Cyborgisierung noch von der Schippe springen und sich zu Gott wenden, bevor also wirklich diese Art von Schein und Virtualität und Ersatz der echten Welt, ehe das also wirklich untergeht. Die Bibel sagt, es wird untergehen, es kann gar nicht anders sein, als dass es untergeht. Aber wir müssen gerüstet sein und Gott muss uns zeigen, wie wir damit also klarkommen können. Mir war es wichtig, das aufzuzeigen. Wir haben hier mit solchen Dimensionen zu tun. Und wie gesagt, das alte Bild des römischen Legionärs reicht nicht hin, uns zu rüsten mit den nötigen Waffen und den nötigen Verteidigungsmechanismen gegen solche Gewalten und gegen solche technischen Möglichkeiten, die auch mit sehr subtilen Mitteln arbeiten, die man nicht sehen kann, mit Frequenzen, mit Wellen, mit Feldern, mit Energie. Das ist also wirklich, wenn man sich das tiefer anguckt, oft es ist wirklich schockierend, womit alles gearbeitet wird, um Menschen also zu beeinflussen. Und Freiheit in dieser Welt ist also echt eine Illusion. Das geht gar nicht, die Welt kann das nicht. Sie arbeitet mit Kontrolle, sie arbeitet mit Furcht, mit Einschränkung, mit Kontrolle, aber Gott arbeitet nicht damit, er arbeitet mit genauem Gegenteil davon. Er bringt uns in die Wahrheit, in die Freiheit. Und das ist was ganz, ganz anderes. Und das müssen wir ans Licht bringen. Das muss uns erfüllen, damit wir wie Jesus selber wirklich dieses Reich Gottes und dieses Reich, in dem Menschen wirklich zu richtigen Menschen werden und nicht zu Robotern, dass wir dieses Reich auch missionarisch verbreiten können. Ja, wie gesagt, der nächste Teil gehört Markus, der auch hier diese ganzen Aufnahmen übrigens macht. Vielen Dank an dieser Stelle, dass auch die ganze Webseite, alles wird von Markus gemacht und betreut. Und ja, er hat auch ein Buch geschrieben. Da wird er vielleicht selber dann noch ein Wort dazu sagen, weil er da auch immer wieder drauf kommt in seinem Beitrag. Der nennt sich dann Die drei Zelte, wo er über seine, ja, eine Offenbarung eigentlich spricht, wie Gott ihm auch diese Waffenrüstung, seine Waffenrüstung, auch gezeigt und erklärt hat. Und das ist also sehr schön und wird euch sicherlich auch echt inspirieren. Dann sage ich, bis dann, lest das Buch, beschäftigt euch und werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen.